MP-Schütze? Schott. Scheiß Propaganda. Ja, warte. Oh. War besser als gestern. War klar, danke. Ey, Lena, dann raus. Hopp, hopp. Was für ein Wetter, da hätte ich nicht ins Spiel gehen müssen. Elena, wartet noch mal. Fahrt mir nicht davon. Okay, hier ist nichts drin. Nevermind. Ich dachte, ihr habt vielleicht ein Fahrzeug was drin, aber habt ihr nicht. Ihr könnt einfach direkt schon mal zum Munitionsding abhauen und schauen, was ihr da findet. Ja, ich wollte nur ins Fahrzeug reingucken, kurz. Dann gut gelingt. Wow, ich hab 5 Blüten. Ey, ist eigen. Was könnt, weißt du, wo lang? Jure Überleihung ruft dann aus. Jedenfalls können wir runter und nochmal Sachen mal machen. Jawohl. Kurze Frage. Sorry, ich bin froh, dass das da in die Richtung ist, dann, ist ja, oder? Ich hab mir schon seit 3 Minuten mit dir geredet. Das ist Norden. Also das da ist Norden. Da in die Richtung Straße folgen, kommen wir zum Munitionsding. Okay, gut. Also, wo ist jetzt jemand, wer Destiny da ist? Komm, dann lass uns mal ins Häuschen gehen. Damit. So, Glock, jetzt nochmal, wo alles funktioniert, wo du mich auch hörst. Wie ist denn unsere aktuelle Position? Wir sind in der Stadt, ganz im Süden. Ah ja. Das ist die Straße Richtung Norden hoch und da kommt ihr dann irgendwann mal zum Munitionsbunker. Da. Okay. Aufsitze, Männer. Ja, check. Ja. Wolfskind, warte mal ganz kurz. Naja, egal. So. Genosse. Hast du Führer? Ich glaube, ihre Stimmbänder sind noch sehr unterbeanstrengt. Ja, eigentlich war ich auch. Ich habe normal gesprochen. Ist klar, dann. Es dürfte der laute Regen sein. Rausnehmen. Ich bereue, klar. Oh Gott. Yes. So, jetzt. Dürfen wir uns eine der Munition, die da steht, bedienen? Für mich waren die Kisten leer. Wenn sie etwas finden sollten, Soldat, können sie es nehmen. Alles klar, gut. Dann, ich guck. Oh mein Gott. Du Atom. Ne gute Almosin. Mois. Ja, Mann. Finde ich geil. Hab ich lange nicht mehr gehabt. Aber... Hast du gesehen, da oben ist ein Auto? Aber wir haben anscheinend eine DDR-Ausrüstung. Besser als nix. Vor allem Bast ist voll geil zu deinem Logo. Das passt einfach total gut zusammen. Als wenn es zur Uniform gehört würde. Ich kann es mir vorstellen, ja. Das ist halt tatsächlich ein Auto. Ich hab gesagt. Nosse. Jawohl. Liegt eine Akte auf dem Tisch, haben Sie das schon gesehen? Ja, die sollen wir beschützen. Das sind unsere Codes. Und ich hoffe, Sie haben nicht draufgesehen, Soldat, sonst muss ich Sie gewahrsam nehmen. Ich hab draufgesessen, ja, aber ich hab sie nicht genommen. Alles klar. Ein Stacheldraht oder zwei Stacheldraht? Das jetzt. Den Scheiß verteidigen wir unserem Leben, Ribbon. Genosse Führer, hier in den in den Kisten befinden sich Material zum Aufbauen, also Bunker, Sandsäcke, Stacheldraht. Gut, perfekt, das wird dann Elena nochmal nachher also wir haben ausfassen. Uns jetzt Stacheldraht und einen Bunker mitgenommen. Perfekt. Also Bunkeranlagen. Den großen? Ja, ich hab einen großen. Ich auch noch Stacheldraht mit, ne? Ich auch. Okay, dann lass mal hoch. ich hätte Druck überhaupt nicht. Tatjana, Mann! Oh mein Gott. Was ist das für eine beschissene Ecke? Hast du mal gesehen? Wir sind auf Teneriffa. Wir sind auf Teneriffa. Haben die uns schon wieder eine Altiskarte gegeben oder was? Okay, den wollte ich nicht haben. Wollen wir uns was rausnehmen? Ja, ich will hier einen Sandsack in die scheiß Kirche reinbosteln. Ach, Interaktion. Ha. Moment mal, ich komme da schon wieder nicht ran an die Scheiße. Gehen Sie weg! Ja, Entschuldigung. Da, lang. Den will ich haben. Noch 17 übrig, oh Gott. Den zubauen hier.
Jawohl. Was? Da hinten? Haben wir schon Surf. Ah. Moin, Toddy. Es sieht schon wieder zu behindert aus. Hör auf! Ach, das ist also der MP-Schütze, ja? Soldat, sind Sie in die Zukunft gereist? Was erlauben Sie sich? Was hat er genommen? Und außerdem haben Sie Rücken. Ich glaube, ich auch. Ja. Ich muss sagen, dass die Position von Boris einigermaßen beschissen ist. Einigermaßen, dann können Sie ja da bleiben. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ihr sollt Richtung Nordwesten hochsichern. Ja, wir sind weiter Richtung Westen gegangen ins Haus. Ja, soll mir recht sein. Hauptsache, ihr seht Richtung Norden und Westen hoch, ja? Wieso kommen jetzt alle wieder? Was ist denn los? Aber habe ich immer noch Rücken? What the fuck? Da gibt es nicht. Gut, dann hier ausfassen, die Bunker und aufbauen, ja? Ach nee, was zum Aufbauen? Ja, direkt schnappen oder wollen wir es hochfahren? Ich glaube, die kann man nicht hochfahren. Schnappen, hopp. Schnappen, gut. An die beiden MGs in den kleinen Bunker, also MG und MG Asi in den kleinen Bunker. Moin, Nick. Würde wir beide nehmen jeweils, ich mir mal einen großen Bunker nehmen. Okay. Die machen Schule. Ja, ich komme mit Regenschutz. Och, da sind Interactions und dann kommen wir raus. Oh yes, ich hatte eine Flare. Ich hoffe, das ist meine. Das ist die Weise. Das ist die Evakuierungsflare. Sollte ich fallen, Ribben, die hier muss aufsammeln, ja? Wenn die Stadt fällt, hochschießen. Okay, ich hab's voll. Du sagst, ich sehe scheiße aus? Rude. Nein? Die Flare. Ich auch du. Ja. Sturer, fuck off! Wo bist du? Moin, Espe. Es wird sich schon gefragt, wo der Politoffizier ist. Ich bin dafür, das übernimmst du. Nein, bitte nicht. Leute werden exekutiert, wenn sie weglaufen. Kein Erbarm. Die Insel wird gehalten. Ja, das kann ich gerne ausführen. Ich nehme mein Medic-Material. Wie viel hast du? Nicht viel, wa? Du hast nicht mal einen Rucksack dabei. Ist echt wenig. Ich habe 13 Bandagen, 7 mal 250 ml Blut und 5 Epinephrin. Es reicht, um mich hochzukriegen. Der Rest ist egal. Okay. Ey, dafür habe ich ein paar Schuss mehr dabei. Ich habe 20, 25, 35 Schuss. Und 3 Bandagen und eine Rauchgranate. Geil. Finde ich richtig geil, das Layout, ohne Witz. Du auch 35 Schuss und noch eine Rauchgranate. Ha. Und jetzt stehen wir hier. Nicht mal ein verficktes Dach, weißt du? Ja doch, guck mal. Da fängt's an. Zu erkennen. Ich rede mit Feind von Norden, ne? Ja. Ja, wir werden nachher nochmal eine Runde gehen, aber erstmal ein bisschen Sandtech hier aufbauen. Ja, ich kann dir gerne mal helfen. Welche sind das, die du da nimmst? Die langen. Die eckigen sind ziemlich für den Arsch. Oh, Sandsack, Wall, lang. Genau, nimm den mal und setz den mal am besten versetzt so ran an die Mauer. Rippen hier rüber. Nochmal Interaction, Equipment. Ah, nee. Ja, doch jetzt. Du meinst an die andere Seite, rechts. Hier, ein bisschen versetzt.
Damit zumindest ein bisschen Schutz haben in der Scheiße. Nicht umbringen damit, das hilft keinem. Das ist richtig tricky. Ich hab grad gut lang gebraucht dafür. Ups. Oh wow. Das lässt sich doch halbwegs verteidigen. Epic. Außer da oben schmeißen sie Granaten rein durch die Fenster. Das wäre ein bisschen rude, fies. Das wäre mega rude. Rude. Why you been rude to me? Was? Authentische Russen. Ja. Ich will mal sehen, wie der Runde aussieht. Ich glaube, wir hatten sogar einen Schwarzen unter uns. Also alles, was ich darauf jetzt sagen könnte, ist mega rassistisch. Deswegen lasse ich es. Können wir gestern anknüpfen. Willst du hier noch mehr haben, oder? Na, ich glaube, nach dem reicht's. Aber wir können uns alle noch einen Sandsack ins Inventar packen und einfach mitnehmen. Vielleicht brauchen wir den später noch. Willst du einen Lang nehmen? Ja, ich würde sagen, wir nehmen beide noch einen Lang mit. Vielleicht brauchen die oben im Bunkern oder sowas was. Jo. Ich bin noch 14 übrig. Kann man die nicht theoretisch übereinander bauen? Ja, aber soll man nicht tun. Ich wollte gerade sagen, auch lieber kein Experiment. Im Sinne von, sieht total nach, ja, nicht aus, wie es aussehen soll. Verstehe. Ja, ich habe meinen Platz gefunden für heute. Das ist mein Bunker! Es gibt viele davon! Aber dieser ist meiner! Oh, ich geh weg und schäme mich. Ich meine, wir haben gerade Propagandamusik gehört, was willst du? Warum? So, erfolge mir! Ich dachte ja wenigstens, das scheiß Fahrzeug wäre bewaffnet, aber nix. Von der Zukunft? Was? Warum? Da kann man doch ein scheiß Ding draufpacken, MG oder sowas. Könnte schon. Kann man da nicht oben rausgucken? Könnte man. Oder? Gute Frage, warte mal. Warte. Hey. Das ist ein. Aber bleib direkt mal sitzen. Oh, warte, warte, warte. Weil ich dich überfahre jetzt hier. Jetzt bin ich drin. Wer läuft hier rechts von uns? Ja, hoffentlich überfahre ich ihn jetzt nicht. Muss dann schon merken. Und raus. Ja, lass mir das Ding hier einfach stehen, was soll's. Gute Sache. Knosse, kann man irgendwie die Radios ausschalten? Das ist da sehr laut da vorne bei uns. Keine Ahnung, das muss ich mir mal anhören. Im Haus, direkt geradezu. Unsere Bunker stehen falsch rum, aber das kriegen wir hin mit ein paar Sandsäcken. Wow! Nix, was ich hören will! Ja, aber. Ich warne dich besser vor. Ein Gang in Feindrichtung, ne? War doch richtig, oder? Ein Scheiß! Oh, geil, Glock, hier müssen wir bleiben. Was zum Teufel? Ist das euer Ernst? Hallo? Ich glaub, man kommt da nicht mehr hoch. Ich bin hier oben. Was, wo? Das ist doch das Scheißteil. Oh. Du musst kaputt schießen. Ach, ich bin hier. Ich schätze meine Munition nicht. Was ist das für ein Teufelsgerät? Das ist auch sicher von den Amis, oder? Hör mal, das ist Hightech, Mann. Wenn man sogar deine Kugeln abkann, dann würde ich dich nicht trauen. Ja, kann man anscheinend nichts machen gegen. Vielleicht ist irgendwann mal aus. Das ist genauso wie die in seine
oder? Das ist erst jetzt im April entwickelt worden. Jetzt, also jetzt, wollte gerade sagen, jetzt erst im April vor 20 Jahren. Ich habe auch das Gefühl, wir haben Uniformen, die moderner sind. Ja, und irgendwie ich habe das Gefühl, dass das weiße Logo, was wir auf dem Arm haben. Das muss so. Das muss besser. Und ich... Wow, was ist das denn? Da wird schon besser. Sehr gut, Männer, sehr gut, ihr macht das. Ja. Oh, wow. Wolfskin, vergiss nicht drauf, dass du auch die Straße runtersicherst. Also hier alles, was hier jetzt ist, oben die Kante. Alles, was wir sehen. Schön im Auge behalten, ja. Wir sichern alles, was wir sehen, fertig. Ja, und ja, okay. Ihr macht das schon. Und bei der ganzen Zeit habt ihr wahrscheinlich am Ende auch hier eine riesige Bunkeranlage ausgebaut. Ja, am Ende haben wir, Ja, denkt dran, alles, was ihr an Bunkern bauen kann, der Feind auch nutzen, wenn ihr die Stadt eindrängt, also... Haltet euch in Rahmen. Ja, wir bauen nicht mehr. Wir versuchen nur jetzt unsere Löcher in Feindrichtung zuzustopfen. Und check. Alles klar. Wer war das jetzt mit den vier Mann? War das Tatjana oder war das... Weiß man nicht, wa? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, steige mal ein. Hey, Gott. Alter, was ist das für eine Verkabelung? Oh, fuck. Im bevor wir überfahren gleich jemanden. Ich sehe nicht links überhaupt nichts raus. Irgendwo vor uns müsste ein Bunker auftauchen. Irgendwo. Fährst du gerade circa hinten? Osten? Norden? Süden? Westen? Süden. Süden. Auf die westliche Seite vom Süden. Ja, da muss hier. Müsste blau sein oder so. Rechts von uns ist der, deutlich rechts. Oh, ja. Grad rechts. Oh nee. Och nee, Alter. Sag mal, ihr könnt die Musik auch nicht abdrehen, wa? Hey, kannst du mitbeamen? Schick ich dir. Ich weiß nicht, wie immer. Tut mir leid. Also, habt ihr vier Mann oder war das der andere Trupp? Wir haben vier. Gut, dann gehört das Fahrzeug da unten, das da jetzt euch, solltet ihr nachher in die Stadt rumfahren müssen. Ist das wert? Packt es mal irgendwo hinter den Bunker, am besten aufs Radio oder so. Ja, oh Mann, Alter, was ein Scheißdreck. Schnell weg von dem Drecksradio. Jetzt hält man den Kopf nicht aus. Rippen weg vom Fahrzeug. Hopp. Also, die haben da vorne genau zwei Tannenreihen, wo sie vernünftig in die Stadt einrücken können. Süße Deckung, aber das ist nichts. Ja, auf jeden Fall. Wir werden die auch nutzen nachher. Stell dir vor, du wärst gezwungen, bei der Hymne einfach immer mitzusingen, wenn du sie hörst. Du kommst da hoch und einfach alle singen, weil sie Angst haben, dass irgendein Offizier sie erschießt, wenn sie nicht singen. Damit sie nicht einführen sollen. Dass sie überhaupt nichts planen, einfach alle am Singen sind. Und jeder schaut, ob irgendwo ein Politoffizier ist. Ja, und alle schön durchgehen am Salutieren. Eine Falle, der ganze Trupp ist irgendwann da oben, salutiert und singt und keiner bewegt sich mehr weg. So fängt man Russen. Ich glaube, da bewegt sich ein Offizier. Brennt da oben Licht? Auf 9 Uhr? Ich sehe nichts. Ja, ja. Achso, das ist die Laterne, Junge. Oben meine ich, ne? Achso, ja. Kack, Regen pisst mich schon wieder an. Wörtlich. Not bad. Boris! Boris! Ja?
Gefunden! Ich möchte mal sehen, was ihr für einen Kackhaufen zusammen habt. Wo seid ihr denn jetzt? Springt er aus dem Fenster raus, ey. Ich hab mich mega schockiert. Ja, in dem Haus. Einer ist unten, einer ist oben. Oha. Lass er mich mal durch. Siehst du aber. Wir haben da aber einen großen schwarzen Korridor in dem Haus. Ja, weil ihr Richtung Westen raus überhaupt nichts seht. Ist ein besseres Haus für uns? Nehmt euch einen Bunker. Ah. Habe ich auch nicht geklappt. Ihr habt beide die Freigabe, euch einen scheiß kleinen Bunkerkomplex zu bauen. Ist eine schöne Position für uns? Ja, hier draußen zum Beispiel, direkt vorm Haus. Ja, wo sind die Bunker? Bei uns in der Kirche, in den zwei großen Christen. Okay. Mit Interaction. Da waren wir dran, da war nichts. Holst du ein Bad Destiny? Ja. Ich habe auch Sandsäcke für euch. Eigentlich. Stimmt, ich habe auch noch einen. Ey, lass uns mal direkt hier hinbauen. Also da genauso, wo der Zaun jetzt hier ist. Ich nehme die. Dazwischen? Ich nehme die Seite hier. Direkt die Ecke dann, okay. Genau, direkt die Ecke. Komm uns jetzt nicht in die Quere. Mann, du bist fett. Hier so, ich mach meinen hier so. Hast du mich gerade fett genannt? Ich revidiere. Dann könnt ihr das Haus sozusagen mit als Rückzugpunkt nutzen. Ist doch auch was. Stimmt. Wenn es hier zu heiß wird, dann ins Haus rein. Ja, perfekt. Besten Sandsackbauer EU. Lass nochmal einen Bunker für die beiden holen. Wupp, wupp, wupp. Hast du gesagt, beste Sandsackbauer EU? Ja. Russland ist auch ein Teil der EU. Ganz kleiner, links. Also Europa, nicht Europäische Union. Welches Jahr schreiben wir nochmal? Goddammit! Ich hab ne AK-74U gesehen. Das ist ja ganz eindeutig ein Lab. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Matrix K-Day. Bunker klein. Ich nehm nochmal Bunker klein mit, nimm du nochmal. Nimm nochmal einen Sandsack mit, ja. Ich glaube, wir werden uns so einen Bunker hier auch noch reinsetzen, hier in die Ecke oder so, mal schauen. Gehen wir davor. Und Tower Defense, müssen wir einmal durchgehen. Ah, das ist schön. Ich merke gerade, dass ich mit der OPL eigentlich so ziemlich alle Aufgaben irgendwann mal durch habe. Jetzt mache ich OPL-Pionier. So, ich baue euch jetzt einen Bunker Richtung Norden hier ran, ja? Okay. Ja. Ich den Sandsack auch schon aufbauen hier, Sandsack rein? Na, ich glaube Sandsack ist dann besser. Oder hast du jetzt einen Bunker mit, Bett? Ja. Dann müsst kurz weggehen jetzt. Ich wollte gerade sagen, genau da dahin, wo du jetzt bist. Ja. Wart nochmal mit dem Sandsack, wir sehen gleich, wo der hinkommt. Ja, wie dreht man denn das Ding? Ist ja nicht schwer oder so. Bett, wie dreht man den? Pfeiltasten. Achso, Bunkerkrähen, gar nicht. Du musst dich selber bewegen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Au! Siehst du, hast du es gesagt? My feelings, ihr Bitches! Ist das nicht schön, wie die arbeiten? Ich find's toll. Ihr seid doch beide scheiße. Ist ja fast wie auf dem Bau, zwei schaffen und zwei gucken zu. Boah, Klopp, bau den auch in die richtige Richtung, ne? Ich dachte, du hast in die falsche Richtung gezeigt. Ach, die bei Elena, die haben schon einen Sandsack vor die Öffnung gemacht, weil sie den falschen gebaut haben. Die haben ja sozusagen, die haben sozusagen einen Sandsack für die Angreifer gebaut. Wenn es zu heiß wird, da in das Haus rein, am besten durch den Durchgang. Das sieht sehr ziemlich gut verdeckt, ne? Hier hinten, wen suchst du? Fallschirme. Was, wo? Richtung Nordwesten. Ja. Oh ja,
Schirm in der Richtung. Ich sehe das Flugzeug. Sie kommen! Ja, wupp, 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 wupp! Ich sehe gar nichts. Ich sehe das Flugzeug da hinten, Flunkling. Da vorne ist das Flugzeug. Ist nur rausgesprungen, hier über die Ecke. Ja, dann. Ah ja. Endstellung. Flugzeug sehe ich, aber der Rest nicht. Gut, ja, Ribbon, mach mal hier rechts Sansak ran. Ja. Ist doch wunderschön, Jungs. Oder? Den Fallschirmspringer habe ich jetzt trotzdem nicht gesehen. Ja, ich habe nur das Flugzeug gesehen, aber der Fallschirmspringer soll irgendwo da vorne sein. Okay. Ja, noch. Aber die müssen ja vorher irgendwie zum Ammunition-Ding, also die werden noch ein bisschen Zeit haben. Aber achtet auf jeden Fall auf die Silhouetten oben am Berg. Ja. Mama. Ja, unsere Aufgabe ist hier getan. Dankeschön. Abzug. Rückzug. Nein, Abzug. Sag das nicht zu laut. Oh, ich bin noch... Hast du gerade hier Rückzug rumgeschrien? Neben dem russischen Offizier? Ich glaube, ich muss dich erschießen. I'm sorry. Es ist nichts Persönliches. Wow. Sagst du? Hey, Street Art. Im Jahre 1941. Eiles Ding. Das nenne ich doch mal ein Ostereier. Brennt es ab, da sind Hexen drin. Hexen! Ah! Back to business. ist das wieder eigen? Ja, das ist echt dämlich gebaut mit den Kisten hier. So. Soll da mal raufsteigen, um da ranzukommen, ne? Ja, so halb. So. Oh Gott, ist der groß. That's what she said! pack ich denn jetzt hin? That's what he said. Ich hab. Ah Mann, ich sehe nicht, ob das auf dem Sonntag ist oder nicht. So. Ja, ich auch nicht. Geh mal lieber. Tun Sie sich nicht weh, Soldat. Wenn man tut mir weh. Na, daran sehe ich nichts Verkehrtes. Ich schon. Ich bin der Medic. Pff. Als wenn du heute mal zum Einsatz kommst. Aber darf man noch träumen. Träume sind erlaubt. Ja, den Alarm aus Bunker 3 werden wir heute nicht hören. Kein Bock da hochzufahren. Na Leute, immer bescheiß Mittel. Na, erstens wahrscheinlich das und zweitens habe ich keinen Bock drauf zu gehen. Ja, Gott sei Dank habe ich einen Eingang gelassen. Böse Sache. Ja? Nicht ja? Bitte? Nicht ja? Nicht wahr? Ja, gut, doch. Ich finde Gefallen dran, mit dem Ding hier rumzubauen. Auch, aber bald ist nichts mehr übrig. Das ist gefährlich für alle Beteiligten. Achso, ich hätte fast abgedrückt. Ich habe auch immer Angst, in die Explosives-Kiste reinzusteigen, um irgendwas rauszuholen. No interest in dying. To die. To die or not to die? This is a question. Sag was schon. Lag was schon?
Le Bastion? Franzmann auf einmal. Suddenly French. Nicht schlecht. Das heißt, die müssen hier rumkommen, wenn sie hier reinkämpfen wollen. Hier reinkämpfen wollen? Ach, halt's Maul. Okay. Das andere werde ich... Ja, das werde ich auch hier machen. Die werden uns hier nur mit Granaten rausbekommen. Und ich hoffe, davon haben sie nicht viele. Ja, gerade aufbauen. Ich stehe gerade nur rum. Och, du stehst gut rum. Okay, ich schau dir weiter zu. Ups. Ach, God fucking dammit. So. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Hallo? Das wäre ja Protect, ja. Ach. Ach, ich hab abbrechen gedrückt. Oho! It would explain. Ist da Motorgeräusche? Kann das sein? Ja, vielleicht. Könnte das Flugzeug sein. Müsste das Flugzeug sein. Was passiert hier da? Ich probiere gerade was. Keine Ahnung, wie es aussieht oder ob es was hilft. Datensicher. Ja, aber da brauche ich zu viele für. Das macht auch keinen Sinn. Lass das mal sein. Na, ich will hier kein Labyrinth bauen. Das soll noch authentisch aussehen. Simmetrat. Aber hier links könnte man schon noch einen machen. Was? Stacheldraht. Na, Verlängerung meinst du? Oder noch ja, einer vor? Naja, Verlängerung. Boah, kann man machen. Dürfte dann genauso lang sein wie rechts. Sie können halt durchschießen, ne? Aber es ist ein schöner Korridor, um die Eile nicht reinzulassen. Ja, deswegen. Wir müssen in unser Feuer noch reinlaufen. Ich glaube, wir haben auch keinen Stacheldraht mehr. Nach diesem Exemplar. Oh yes. Wenn wir ganz am Schluch noch ein MG bekommen, das dann hier reinkommen kann.
Nehmen Sie mal die Waffe runter. Ein Wunderbärchen. Ich stoß gegen die Decke hier. Donk. Du passt auch nicht rein. Natürlich passe ich hier rein. Ah, dein Helm schweift aber an der Decke. Das ist richtig, aber ich passe hier rein. Da geht's los. Oh, da geht's los. War wahrscheinlich das Munitionsgedöns. Ich heb mal die Waffe wieder. Bloß keine eigenen abballern, die hier reinkommen. Und verarztet werden und dann schießt der Feldarzt sie um. Beide, beide. Ich hab sie beide. Beide. Schön. Spät haben wir eigentlich. Ey, meine Uhr ist relativ modern. Oh, du hast eine Uhr? Ja. Ich auch. Wichtiger. Ja. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich heute der erste Objectives bin. Ja, sie merken schnell. Ja, ich bin einer der schnellen Sorte, ich weiß. Vor auch, wenn es darum geht, vor den Feinden zu flüchten. Dann soll er bisher nicht. Schauen wir mal. Hat bis jetzt noch nie gut funktioniert. Feinden flüchten? Hm. Der OPL. Ich kann die überfahren, das kann ich aber weglaufen. Ja. I remember. Ich bekomme da echt einen Hang für. Wollte es aufhören, da ging nichts mehr. Pass auf, das nächste Mal, wenn du dich übersiehst, steht hier ein riesengroßer Reichsbunker. Ich habe mich gerade schon umgeschaut und mich gewundert. Meine Monka mit noch keiner Rapper. Und zähle mein Geld. Weiter Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Ah. Schütze meinen Bunker mit dem Balling. Ich hätte jetzt voll Bock, die anderen Positionen nochmal abzuchecken. Weil ich weiß, dass dann Action ausbricht. Ich würde sagen, tu dir keinen Zwang an. Folge dir auf Tritt und Schritt oder umgekehrt. Ich verbitte es ihnen, mich zu treten. Nur wenn ich danach frage und dann sanft. War das nicht zu verstehen, aber wird im Zweifel durchgeführt.
Jawohl. Wer hat denn eigentlich da vorne die beschissenen Flaks hingestellt? Gute fucking fuck. Das ist eine sehr gewählte Position. Alter, ich höre die Musik schon wieder, nicht kriegschwören hast. Ihr habt hier definitiv die bessere Position, Jungs. Wenn meine Planung jetzt richtig aufgeht, dürften die Jungs auch von den Hügelkanten als erstes Kontakt kriegen. Ja, sollen die. Also wahrscheinlich, also wenn sie clever sind, also wie es ich machen werde, außenrum gehen. Also ganz äußere, ganz außen bei den beiden Bunkern. Und erst da mal einen Kontakt suchen. Wenn ich als solcher so einen Bunker aufklären würde, würde ich versuchen, den komplett zu umlaufen und komplett von der hinten zu kommen. Gott sei Dank hat man nicht so viel Platz bei der Küste. Ich habe mir das vorhin angesehen. So leicht sind die Bunker nicht zum Laufen, ohne die Küste runterzufallen. Schädigt. Wir werden es trotzdem irgendwie schaffen. Da haben sie schon eine Erkältung. Ich kann ihnen helfen. Lass dir nicht helfen. Da hast du nur einmal geholfen im Leben. Helf ich nicht, wenn du am Boden liegst. Ja. Negativ, Genosse. Machen sich keine Sorgen. Ich bin Ribben, bei Fuß! Hi. Bitte erschieß mich jetzt nicht von hinten. Wieso? Hast du mal Muffin sagen sollen? Mal schauen, ob ich einen Stein finde. Ich hebe die Waffe langsam. Ich hab Angst bei Gewitter. Pussy! What up, bitches? Was? Wie man die Bunkerlage fast nicht mal sehen kann. Auch ich sehe es noch gut. Ich auch. Im Sinne von, du könntest da oben was bekämpfen? Ich glaube nicht. So. Ja. Im Sinne können die wahrscheinlich genauso schlecht runter bekämpfen. Ja, pass auf, nachher versuchen die uns über die Steilküste von Süden anzugreifen. Oder kann man da gar nicht langlaufen? Man kann da, wenn man sehr, sehr vorsichtig ist, kann man die Klippe, glaube ich, langsam entlanglaufen. Aber das fällt in den Sicherungsbereich der beiden Bunker. Hoffen wir, dass die da auch ein bisschen gucken. Sollten die heute noch die Seite wechseln, werde ich es genauso machen. Ja. Guck mal, was auch schön ist, da oben hast du Richtung Norden, hast du so eine kleine Mauer, da kann man sich auch schön, von da aus kann man auch schön angreifen nach hier unten. Siehst du das? Ja, aber du hast keine Lücken, um durchzuschießen. Das ist ein kleiner Compound mit einem Wachgebäude drin und einer festen Mauer. Ich denke mal, dass sie links daneben die Tannen nehmen werden, die wir jetzt hier nicht sehen, weil da vorne das Gebäude ist. Ja, hab ich mir auch schon gedacht, weil nämlich von oben, von dem Hügel bis hier runter hatten wir da überall ein bisschen Deckung immer wieder durch die Bäume und so weiter. Das ja, also, gut anmaschen. Wenn sie in die Stadt eindrängen, dann werdet ihr zumindest unter hier noch unter Feuer nehmen können. Ja. Weil da müssen sie von dem Gehöft da vorne durch den Wald in die Stadt ran. Genau. Oh Gott, mein Unwetter. Mahlzeit. Ja,
Gefällt rein, wir hätten uns vielleicht den Wagen aufheben sollen zum Abhauen. Ihr habt nichts gesagt. Können uns wieder wo unterstellen? Ja, können wir. Wer hat denn diese sexy Befestigung gebaut? Oh yeah. Ja, ich bin fertig. Kalkulation oder eigentlich nichts von. Also über mir 3 Meter Stahlbeton. Ich sehe, du hast die Lyrics aufgefrischt. Ich grabe ewig in mein Gedächtnis. Mehr fällt mir doch nicht ein. Das kam noch ganz so mit Blendy. Alter, das wäre so gut. Wir könnten jetzt hier das Funkgerät und die Codes zerstören. Ups. Don't try it. Hätte man nochmal einen Kamin reinbauen können. Dieses Funkgerät sieht auch etwas neuer aus. Findest du? Das linke. Was ist das denn, ey? Ein Schächtchen verbunden mit irgendeinem neuen Funkgerät. VOL, für was steht das denn? Wahrscheinlich für voll. So. Der Akku ist voll, heißt das? Ja. Stell dich nicht in den Tisch rein, bitte. Das sieht verdammt ungesund aus. Ist halt reingebissen, ist auch nicht besser. Wow. Snape. Mann! It kills me. Oh. Ich denke, die kommen mit dem Fahrzeug runter. Hoffen wir, dass die eigenen sind. Wenn die anderen das Fahrzeug jetzt schon geklaut haben, dann Respekt. Umgekehrt, ne? Ja. Mann! Hack nicht auf meiner Sprachbehinderung rum. Hä? Hä? Ich hab jetzt nicht gecheckt. Nein! Bunkeranlage 3 sind Feinde. Wiederhole, Bunkeranlage 3 sind Feinde. Das ist schön für Bunkeranlage 3. Aber wir hauen wieder ab. Ich bin hier im Bunker. Tschüss. Glock! Nicht zu Hause! Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht am Stacheldraht! Ich freue mich schon, wenn man auf einmal so ein Geräusch hört. Glück. Boom. Alter, ich werde heute so failen mit der Knifte. Ich hätte mir eine MP aushändigen lassen sollen. Machen wir kein Bajonett? Gute Frage. Ich kann dir den Helm nachschmeißen. Oder in das Gesicht mit einer Flare verbrennen. Hier, friss das. Donk. Zonk in Bonker. Das mit der Flare brennt sich ein. Wow, not bad.
Fuck me. Bitte. Das ist die? Ah. Dein Ernst? Aua. Ist das eigentlich heiß? Probier geht über studieren. Regen lässt den Stacheldraht noch viel gefährlicher aussehen. Kennst du? Halt mir so noch dein Team. Also dieses Spielrad da vorne, das zieht mich ja magisch an. Ist ein Spiel gehen? Darf ich? Schütz dich rauf, ich schieß dich an. Ja, ich schieb dich an. Ja, natürlich. Freudscher Versprecher. Nee, lass auf die Wippe gehen. Da ist eine Wippe? Alter, wie geil. Hopp, Wippen. Lass mal. Ey, hab ich doch keine Chance gegen dich. Wow, ehrlich? So weit sind wir gesunken. Ja, dann machen wir es akkurat, dann bin ich halt hier drüben. So funktioniert das nicht. Moment. Stehe ja auf. Geht doch. Nein. Gut. Nein. Verdammt nochmal. Das muss doch gehen. Nicht ragen. Mehr sitzen. Mehr sitzen. Weniger ragen, mehr sitzen. Scheiße, ich hab's fast. Geht das Ding gleich weg? Bringen uns wahrscheinlich gleich beide um. Ich meine, ist nicht so, dass das jetzt irgendwie. Oh. Nein, nicht mal ansatzweise. Okay, wir sind offiziell zu dumm zum Wippen. Das ist ein Armutszeugnis, ich will in den Bunker zurück. Bein gebrochen in 3. 2, 1. Jetzt? Ja. Ich gehe nochmal austreten, solange es nicht knallt. Baum hier schön du bist gerade gegen den Baum gefallen. Gefallen. Nicht gelaufen, sondern gefallen. Ich habe Gefallen gefunden an diesem Baum. Nein, sag mir, oh mein Gott. Bis gleich. Ja, ordentlicher Schüsse.
Hat schon geknallt? Ob schon geknallt hat, habe ich dich gefragt. Doch gesagt. Zwei Schüsse habe ich gehört, Osten. Oh, ehrlich, ich habe überhaupt nichts gehört gerade. Ja, dann kannst du mir gelegen haben. 3 Uhr ist doch Osten, oder? Ja. Die Führungszene ist noch da. Aus der Schule? Vor uns gibt's Birkenstock. Guckt, dass du es selber gemerkt hast. Ich glaube, ich höre die Karre schon wieder. Macht mir Angst. Ich höre nichts. Was tut der Lachen? Hä? Hä? Fall nicht in den Tisch. Nee, ich kann an. Sorge dich nicht. Ist das eigentlich der ultimative Bunker? Ich hätte mich hier einen Sandsack vorstellen sollen. Das ist halt echt geil, aber da hätte man so ein Lagerfeuer reinpacken können. Kannst du mal ein Foto von mir machen? Das kann ich tun, ja. Erst irgendwie mit der Funkanlage oder so noch drauf. Man sieht, wie ernst ich meinen Wachauftrag nehme im Bunker. Auch zu reden. Wieder reden. Danke, Sir. Was Persönliches. Was haben wir hier drauf? ZWA? Hä? Steht da in dem Herzchen. ZWA? Z mal oder WA? Ja. Das ist W. Wer ist zwar und warum wird er geliebt? Überhaupt, das kommt mir gleich noch irgendeine Scheiße in den Kopf. Ja, eine Granate. Wir machen uns beide weg hier drin. Das ist eine Granate, ich habe eine Rauchgranate. Wir sollten die Zeit wirklich nutzen. Wir sollten die Zeit wirklich nutzen, die letzten 3 Fenster hier drin noch dicht zu machen. Also jetzt doch, okay. Oh, Schüsse. Ja, wenn wir uns schon beide ganz hinten verkriechen, dann sollte das echt dicht sein. Welche hast du denn das? Ecke. Weil Ecke. Ich mach das andere mal hier komplett dicht. Ja, dann nehme ich erstmal den hier rechts. Vielleicht kann man den kleinen sogar. Ja, oh Gott, das soll er richtig. Na, ganz ehrlich, 2 sollten reichen. Wenn sie es da ganz oben noch durchschießen können, dann haben sie es verdient. Ja, das Ding ist so schwer. Ich brauche Jahre, um das raufzuschießen. Flares sind Mangelware. Ich habe tatsächlich die einzige hier im Feld. Ach, das wird schon. Ich glaube ja nicht, dass das so viel bringt. Wenn die eine Granate werfen wollen, dann kommen die trotzdem durch und schießen ist ja nicht. Ich glaube nicht. Schauen wir mal. So viele Granaten haben die nicht. Ich hoffe zumindest. Das ist richtig. Warum kann ich das nicht aufbauen jetzt? Es gibt da etwas, das nennt sich Unfähigkeit. Vielleicht bist du erkrankt daran. Dass ich mich heilen kann. Hab's gefunden. Jetzt geht's rund. Wer weiß nicht, wie man Steine zurückgibt. Ich hab dir den Stein sehr wohl zurückgegeben. Er ist eins geworden mit dir sozusagen. Bis in Unendlichkeit.
Jetzt geht's aber los. Oh, schön. Jetzt geht's echt los. Okay. Der Wille zählt. Ich hoffe, da kommt nichts durch. Erzählt, dass ich mit dieser Waffe schamlos verkacken werde? Ja, dasselbe habe ich auch schon erwähnt. Ich habe noch nie einen Single-Shot gehabt. Also Offiziere schießen ja sonst nur mit besseren Waffen, nicht mit Bolt-Actions. Das ist das Beste, was du heute kriegen kannst. Warte, du hast AKs gesehen, ne? Ich habe AKs gesehen. Eventuell fällt davon einer. Also, ich weiß, was zu tun ist, wenn ich einen Verwundeten mit AK am Boden sehe. Unabsichtlich ausrutschen. Nee, nichts. Nichts, auch gut. So, also AK aufheben und wegrennen. Kommt man nicht mehr hochholen. Oh Mann. Komm mal, willst du dich hier feige verstecken? Mitkommen. Oh Mann. Ich hätte so viel gezwungen. Die ganzen Häuser barrikadiert haben. Habt ihr selber schon was gesehen, Jungs? Nein. Ich glaube. Einer lebt, glaube ich, noch. Von uns oder von denen? Von unseren. Das wäre aber schnell gegangen. Einer ist gerade noch umgelaufen oben. Okay, wir werden dann mal hier bleiben und ins Haus oben gehen. Da war ja was. Ich geh mal auf die andere Seite. Ja. Da kannst du vorhin in die Tonne treten. Zumindest sieht man von hier ein bisschen den Ausläufer der zu den Gebäude. Fuck, ich wär fast runtergesprungen. Kannst du das bitte auch sagen, wenn du es tust, dann merke ich's. Ja. Boah, fuck, ich bin da runtergesprungen. Okay, ich komme. Alter, wie... Jetzt bin ich wirklich runtergesprungen. Ist heil? Na, Moment mal. Scheiße, das war unnötig. Naja, egal. Ist immer noch auf der Kante. Ich wollte gerade wie ich runtergefallen bin, sagen, auf der anderen Seite ist zwar ein bisschen wackelig, aber da sieht man vielleicht besser raus. Das lassen wir vielleicht auch sein. Ah, aber hier sieht man echt besser raus hier. Ja, fall nicht raus. Oh, heieiei. Du hast nicht unbedingt Schmerzmittel dabei, oder? Ich glaube nicht. Ja. Nee, hab ich nicht. Na, scheiße. Der erste Verwundete, ich. Jetzt kannst du das Ziel vergessen. Ja, wieso? Vielleicht steht da oben ja echt nur noch einer. Oh Gott sei Dank sind die Schmerzen weg. Ja, fuck that. Ich hab keinen Bock mehr auf das Haus. Ich mal deine DNA hinterlassen da oben. Dass man genug Luft werden. Mhm.
Also wenn die noch so viele Reserven haben und wir da oben jetzt schon einen Trupp verloren haben, wird's echt hart. Auch ein Fernglas haben. Ja, lass dich mal befördern. Dich erschießt dich, dann krieg das. So funktioniert das nicht! Das ist ja russisch. Was würdest du tun, wenn du da oben die Bunkeranlage eingenommen hast? Wahrscheinlich über Süden reinkommen. Dadurch wird, glaube ich, ja, warte, wo schaust du gerade hin? Was ist Süden. Das, Richtung? Das ist Süden, ja, genau. Da würde ich nämlich hinter der Hügelkuppel südlich entlang laufen. Bis zu den Tannen und dann runter. Ja, lass uns da mal ein Auge hinwerfen. Bringt zwar nichts, wenn wir da hinten dann im Feuerkampf kommen, aber. Ey. Ich kann mir die Flair zünden. Aber bei Mosi wäre es schlechter, in den Feuerkampf zu kommen. Ja, auch irgendwelche MPs haben. Oder Magitos große Loch, genau. Sorry. Nochmal, lass mal hier links rum. Vielleicht ist da noch was. Auch nicht, das heißt, wir können da in den Compound da vorne rein. Was ich für keine gute Idee halte. Oh, ich sehe da oben noch einen Russen, glaube ich. So wie Fernglas, ja. Ziehen auf jeden Fall noch Richtung Norden. Ja, ich sehe noch zwei Jungs, die da oben aktiv sind und das sollten Russen sein. Das ist beruhigend. Was sagen wir, wie die Deutschen aussehen? Ja, grau wahrscheinlich, mit ein bisschen, ja, typische deutsche Helme halt. Ich hoffe, dass man die erkennt. Okay. Auf Entfernung wird das schwierig. Ja, klar, aber die haben jetzt. Die hatten beide ein Gewehr, das zumindest aussah wie die Mosin und haben Richtung Norden gezielt, also, ja. Warum sollten die sonst Richtung Norden zielen? Hast du recht. Und sagen mal den beiden Jungs da vorne Bescheid. Oh, hier war Abis. Da steht Crime drauf. Sag mal, ich bin hier falsch, oder? Ja, stimmt schon. Einmal durch das Haus durch. Jo, ich glaube, ich habe gute Nachrichten für euch. Was? Ja. Ich habe da oben in dem einen Bunker, der rechts ist, gerade noch zwei Schützen gesehen, die Richtung Norden gezielt haben. Müssten okay. Unsere Jungs gewesen sein. Ich war gerade ein bisschen südlicher und konnte da die Silhouetten noch erkennen. Im Baum war gerade eine weiße Rauchgranate. Ja, das werden die Deutschen gewesen sein. Also halte genau auf die Linie dort oben Auge, vielleicht piekt da noch einer hoch. Wenn da okay. Einer ist, dann muss es ein Deutscher sein. Wegen okay. Rauchgranate, ich weiß nicht, wie es bei dem Fußvolk ist, aber ich habe auch eine weiße Rauchgranate. Ja, ich glaube, wir haben alle eine. Okay. Von wegen direkt fallen. Das geht auf der anderen Seite rund. Die pieken auf jeder Himmelsrichtung einmal so ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Obwohl sie nicht miteinander kommunizieren können, also entweder voll rein oder wirklich nur am Antesten. Die Grenzen testen. Grenzen testen ohne Kommunikation ist halt echt schwer. Das ist richtig. Los,
bisschen Holzkill. Wir haben Schüsse Richtung Norden gehört. Ja, wir hören die Schüsse auch. Master Clock. So, kurze Statusmeldung von der Westfront. Der Bunker dort oben im Westen hat anscheinend jetzt schon seit mehreren Minuten Kontakt. Ich konnte da aber gerade vor kurzem auf jeden Fall noch russische Genossen in den Bunkeranlagen ausmachen. Sollte also noch besetzt sein. Ich denke, der Angriff im Westen wurde fürs erste abgeschmettert. Standen. Wir haben das da oben auch ein bisschen beobachtet, gesehen, wie die Jungs geschossen haben und beschossen wurden. Es knallt im Norden. Das zweite Buddy-Team hat eben Smoke im Westen hinter der Hügelkuppe aufgeklärt. Wird aber schon wieder weg sein. Ja, das dürfte die vorige deutsche Position gewesen sein. Und die Schütze waren jetzt ja direkt im Norden. Auf was schießen die denn? Also wenn die so weit auf die Bunkeranlage schießen... Da kamen gerade ein paar gute Salven her. Also hörbar. Wo drauf? Keine Ahnung. Na, aktuell sieht noch alles relativ safe aus. Gut, wir wechseln nochmal rüber. Weg von der verfickten Mucke. Früher oder später werden sie bemerken, dass sie an den Flanken anscheinend gerade keine gute Chance haben. Und dann würde ich es an der Stelle in der Mitte durchprobieren. Ich weiß, dass wir nicht spazieren will. Auf Teufel komm raus, aus dem Wald zu sehen, aber es ist eigentlich nichts. Halluzinationen. Ja. Der Bliat gewirkt. Bliat. Zucker. Ja. Zucker. Sag, 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 sag. Hallo Akbar. Falsches Land. Falsche Zeit. Krieg ich gar nichts an. Diesen Bajonett, dann würde ich jetzt Dr. spielen, Alter. Du musst mit den Fäusten rein. Glock, bist du nah an mich ran. Ich schieß für meinen Weg. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, oder wie? So. Wie sie mir gefällt. Das plus 1 macht 2. Wieder wieder weggefällt. Hey, hallo, Akbar. Alter, seriously.
hast damit angefangen? Ah. Ich bin ja schon wieder hier oben. Alua, 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 Akbar. Wir chillen mal wieder in der Kirche. Und der BND wirft schon Auge auf uns. Der hat mich schon lange im Visier. Also bei unseren Gesprächen in Textformat, der uns schon lange im Visier. Ziemlich jeder Geheimdienst auf dieser Erde. Ich denke, wir haben noch kein Volk ausgelassen. Oh, what up? Was? Stell dir vor, die werden jetzt reingesneakt. Oh. By the way, wir haben eure Unterlagen, Bitches! Was ist das Papier? Severus. Gut, bitte probier es nicht, Alter. Nein, ich lese mir, was draufsteht. Gut, hätte ich dir auch sagen können. Deswegen bist du Sunny und ich Offizier. Oh Mann. Hast du schon wieder, oder? Ja. Ich baue mir schon wieder, ja. Aber ich habe eigentlich vorhin schon gebaut, ich bin ausgerüstet. Hä? Nix. Ecken braucht sonst sowieso keiner. Nio. Groß, ich Lagerfeuer machen? Könnten wir ja, wenn wir ein Feuer hätten. So. Aber brandaktuell haben wir derartig nichts. Brandaktuell. Wow. Alter. Oh mein Gott, ich hab einen Maiko-Dagger. Was? Ja. Ehrlich? Ja, der ist halt meine Uhr. Aber warum Maiko-Dagger? Warum nicht einfach eine Uhr? Nice. Diese Waffe sichern? Ja, man kann. Gib mir nichts. Sag gerne, wenn ich was helfen kann, ne? Na, du sicher mal. Nicht, dass hier nochmal ein wildes Gandalf reinläuft und keiner sieht's. Ein wildes Gandalf. Schärfe, ein wildes Adolf ist erschienen. Aber ich sag mal, die Fenster zu verbarrikadieren ist doch legit, oder? Legit? Legit? Legit. Das macht nicht legit. Das macht man nicht, das ist man. Ist man das? Put, Deutsche! Put. Komm doch her! Okay, wir sind granatensafe hier drin, ich fühle mich besser. Kommt die Stimmung. Hallo? Ali? Ah? Das hätten wir mal als Dings nehmen sollen. Codewort. Das erste. Alua. Und dann drauf. Ja. Und wenn es der Feind ist, sagt das auch. Und dann jagt er sich hoch. Alter, wie gut, das merke ich mir. Das muss ich mir aufschreiben. Wenn ich mal irgendwo eine Zeus-Mission mache, das wird einfach mein Codewort. Für die Wiedererkennung von Freund und Feind. Wenn du nur im Busch nur noch schreien wirst für Leute, die so. Alua! Akbar, boom.
gibt nicht so viele Atombomben-Mod? Wie viele Leute du damit abpissen kannst. Das ist schön. Mal. Du kannst einfach mal durch die komplette Crowd durchwischen und alle anpissen. Ah, good times. Sieg! Oh. Ja. Dass du überhaupt darauf kommst. Ich würde mir mal Gedanken machen. Ach. Oh, warte, habe ich Springerstiefel an? Wie schon mal gesagt, ich habe viel zu viel Spaß dran, Faschisten in den Dreck zu ziehen. Ja. So ein bisschen. Wow, übrigens. Ich kann kurz austreten? Ja. Ich hätte gemeint. Wenn du tot bist, fast der Feind. Ah! Vielen Dank für den Follow, Mike Gaming. Tun Sie das, Mike. Bin ich hierher gekommen? Bin ich geschoben? Nein. Clock. Böses Clock, aus. Vielleicht ein bisschen. Obervogel. Sei mal froh, dass du so schwer war nach vorne schieben. Seitwärts ging richtig einfach. Hätte sich verdrehen müssen. Ah. Alkohol, den Ursprung und die Lösung aller Lebensprobleme. Oh. Plopp. Und da sagen manche, Alkohol wäre keine Lösung. Ein Anfang der Besserung. Kalt. Well, was? Ich höre ein Flugzeug, glaube ich. Ja, kann sein, dass die zweite Welle kommt. Vielleicht haben wir doch schon ein paar erwischt. Ich dachte ja nicht, dass ich als OPL wirklich so wenig Kampfkontakt habe. Die Jungs sind zu gut. Du bist zu schwach. Was? Wir können da gerne den scheiß Bunker hochlaufen. Du, das war keine Aufforderung.
Ich geb die Flair da vorne Bett, dann übernimmt er die Opel und will auf den Kackbunker hoch. Cerberus. Verschissener Ohrwurm. Cerberus Snake. Dumbledore. Oh, das ist knapp. Das Ganze eigentlich mal auffrischen und zum Schluss, statt mit der Zeitbombe einfach mal Alu Akbar schreien. Ey, da gibt es so gute Videos. Ich weiß. Die sind einfach so geil. Ich weiß, was ich nach diesem... Oh, die hat mir Gags das erste Mal geteilt. Ich habe, glaube ich, den ganzen Nachmittag damit verbracht. Auf der Arbeit? Ungefähr. Nein, auf Arbeit kann man die nicht angucken. Da müsste ich andauernd losrollen. Alter, warte mal. War der Zaun da vorhin auch schon? Ja, ne? Doch. Muss ja. War schon da, ne? Oh, was ein Wetter, Mann. Zu hart bist du zu München. Hat er nicht gesagt? Hab ich gesagt. Du knallst denn hier verdammt nochmal? Wie hab ich das Gefühl? Warte mal, was ist das hier für eine Richtung? Osten. Man sieht die Schüsse eh. Geh in die Bunkeranlage, ja? Ja, ich geh mit. War man rechts Nein. von mir. Was? Ich geh in die Bunkeranlage. Ach so, ja. Ich höre rechts von mir die, na, wie heißt das? Schüsse? Das kommt irgendwie nicht hin. Okay. Wo hab ich das jetzt getan? Was denn? Nachgeladen oder was? Nachgeladen. Ich glaube, der läuft dann zu unserer Position. Er wird früh genug draufkommen, dass wir nicht da sind. Wenn es ein Feind ist. Einfach eiskalt durchgelaufen. Da oben ist noch Bewegung am Bunker. Ja, hoffentlich. Feind oder Freund? Kannst du mal gucken? Moment. Am Bunker selber. Ja, gerade hinter dem linken Bunker sozusagen. Ja, ich sehe es. Das sind drei Leute. Ich glaube, das ist Feind, oder? Das könnten Deutsche sein. Ja, guck mal, was da alles rüberkommt. Oh, das fuck sind me. Definitiv Feinde. Ach du Scheiße. Wolfskind, hörst du mich? Ja, wir hören euch. Das im Osten könnten Feinde sein. Haltet das mal im Auge. Beim Bunker. Das sind Feinde. Ja gut, dann. Feuer erwidern! Wie da sind das? Hä, was? Wo? Da drüben ist halt immer gut. Ja, ihr macht das schon. Wir gehen zurück zum Bunker. Die sind ja schon ziemlich weit. Mehr kämpfen, weniger berichten. Gut! Ah, die sind nicht in den Bäumen, die kommen runter! Ja, check, aufhalten! Mach das mal, OPL zieht sich zurück. Es wird ein bitterer Kampf, ja. Wir sind die letzte Bastion, das ist schon bitter genug, wenn wir ehrlich sind. Würde ich gerade sagen.
Feige, wie ich mich da in den Bunker eingrabe. Du, ich hab die Bedenken, dass die gleich auf einmal hier irgendwie beim Haus in die Ecke kommen und wir das halt nicht mitkriegen. Ah, ich bin im Überlegen, ob ich die Flair zünden soll oder noch nicht. Ich würde gerne einen Deutschen sehen. Also das Einzige, was die jetzt noch von uns trennt, sind die zwei Mann... Nee, Quatsch. Sind die vier Mann, bei denen wir eben waren. Mhm. Die Leute, die da runterkamen, das waren, was ich jetzt gezählt habe, so an die 7-8 Mann. Ne, weil, wenn die da oben die Bunkerstellung aufgeben, kann uns das gefährlich werden, oder? Ich denke nicht, oder? Ich glaube, wenn man jetzt alles hier sammelt, ist es schlauer. Ja, okay, geht raus. Sag ich nur eine? Ja, ne? Ja. Ah, jetzt sehe ich sie selber nicht mehr. Ich wollte mal einen Blick drauf werfen. Mal aufpassen, wenn hier welche reinkommen, dass das nicht eine sind. Soll ich mitgenommen? Ich hoffe mal, ich habe es am Anfang gesagt. Aber jetzt wollen sie sich da umschauen. Ich hab nur die eine Chance. Gut, die sinkt auch ziemlich schnell. Oh, vielleicht brennt der Vorgarten. Wir brennen die Kirche ab. Lass das Funkgerät wegtragen, verdammte Scheiße. Brennt halt echt noch, ey, das brennt nicht. Geh mal aus. Okay. Ich mach mal so ein bisschen einen auf Kreuzdeckung, ich steck mir da in die Richtung. Ja. Ich hab hier rechts. Ich lade nochmal drauf. Guck mal, der Team ist schöner. Gecheckt. What up? Ist die Lage? Anscheinend sind Feinde jetzt im Osten durch den Wald runtergekommen. Elender bekämpft haben wir noch. Ihr könnt euch, wenn es ist, da drüben anschließen. Ja, wir bleiben hier. Dann geht mal in den vorderen Bunker. Ja. Jetzt häng ich grad. Oh, guck mal, hier ist auch schön. Haha, das ist noch schöner hier. Der findet meinen Bunker schön. Unter die Ohren schreiben. Ihr wirklich schon so nah, dass die in der Ortschaft drin sind? Das letzte, was ist schon runtergekommen? Ja, runtergelaufen. Okay. Außerdem ist schon eine gewisse fortgeschrittene Zeit, also ich glaube, dass es der finale Angriff war. Fahrzeug. Ja. Warte, die Stellung, die angegriffen wurde, war nicht die, wo das Fahrzeug stand, ne? Nein. Wie die wieder kamen, haben die auch nur von der Seite angegriffen. Ja? Was gerufen? Ja! Hallo? Nimm mal deinen Trupp und geh zu Elena. Die haben da hinten Kontakt. Bunker hoch? Nicht Bunker hoch, das ist der hier im Norden. Die Straße hoch. Position rot. Uhrzucker von euch jetzt. Ja also gut, dann werden wir am Stadtrand aber definitiv bleiben, ne? Nein, die sind auf jeden Fall... kontaktet, zwei Mann. Also den Bunker im Osten haben sie auf jeden Fall eingenommen. Da haben sie runtergeschossen vorhin. Und Elena hatte vor 10 Minuten gemeldet, dass Deutsche den Wald runterkommen. Wie gesagt, wir hatten bei uns auch Kontakte, hatten drei Mann glorreich erledigt. Perfekt. Wie du siehst, muss ein bisschen wechseln. Gut. Jungs, wir gehen in diese Richtung, Hausende vorbei gucken.
Das funktioniert ja wunderbar. Hast du gesehen? Prinz ist noch gleich tot. War bei dem im Trupp. Ja, wie sie da beide MPs vorne haben. Lass mal Waffe wechseln, Rim. Jungs! Warte, ja. Bad, wir hören dich nicht, wenn du so am Flüstern bist. Ich glaub, die Waffe wollt ihr nicht haben. Okay, ich glaub dir mal. Ich nur 545. Da sind auf jeden Fall Kontakte. Wo ist da? Irgendwo im Wald sollte es sein, aber... Ah, ist immer so schön, ist so präzise. In diese Richtung. Irgendwie Fenster zugebaut? Wir haben das Sandsack hochgehievt. Angst vor der heiligen Granate. Wortwörtlich. Keine Ahnung, ungefähr, ich hab bloß Vibes gesehen. Das ist doch hier alles noch im Rahmen, Bass, beruhig dich. In die Richtung. Wir gehen ja links rum. Ich hab nur keinen Bock auf die Granate im Rücken. Ja, weiter, nee, weiter links. Schräg links. Da ist auch die kaputten Arterienlagen und da ist irgendwas Deckungsmäßiges. Du hast doch sonst immer die Finger in mir drin. Lass das bitte nicht sagen, wenn wir hier zwei Fremde bei uns haben. Ach, die hatten auch schon die Finger in mir drin. Wir hören doch die Familie. Ich glaube schon, ja. Ich bin, glaube ich, vor jedem schon mal ohnmächtig umgefallen. Ich wollte meine Mosin. Kommt das auch noch. Fällt mir ein, ich habe noch gar keine deutsche Uniform gesehen. Die Mosin mit geraden Zug verschießt. Ohohoho. Ich habe heute die Passiv-Pionier-OPL-Karte gezogen. Deswegen campe ich hier rum. Ich habe die Arschkarte gezogen. So. Ein Morphium bekam man. Ein Morphium. Habe ich leider nicht. Ich kann dir nur Epi anbieten. Scheiße. Auch ganz geil. Er ist halt wirklich genauso nutzlos, wie er aussieht. Leck mich. Ich kann nichts für. Du hast mich hier reingequetscht. Ich kann dir einen Verband geben. Am Mund, oder wie? Hä? Ehrlich? Okay, hätte man einen Fernmelder genommen. Wäre wahrscheinlich genauso sinnlos gewesen, der Junge. Ey, das ist jetzt persönlich. Oh, du wirst gebraucht. Achtung, Eigner. Auf mir. Ist der Sunny? Ja, hier drin, in der Bunkeranlage. Wie geht's da rein? Vorne am Stacheldraht rum. Wenn er das nicht mehr sieht, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Oh. Ja, gleich hier hinter, bitte. Das ist ja ein Schwarzer. Wirklich behandelt, würde ich beinahe. Ich will einmal Bad Destiny erschießen. Bad Mounty, geht da mal kurz auf eine alte Position zurück und checkt da die Lage, ja? Bitteschön. Ja. Es ist nämlich gerade überhaupt keiner. Das ist eine alte Position. Und wie ist die Lage vorne? Ah, die schießen vom Bunker oben runter aus Nordost mit MG-Feuer. Und die im Wald erwischt? Ich hab's gezielt mit der Mosin aufs Korn genommen. Brauchst du noch ein bisschen Blut? Habt ihr die im Wald erwischt? Könnte ich auch brauchen. Hoffe. Im Nordosten? Ja. Nein, der Spirit hat gemeldet, er hätte einen abgeschossen, aber das sieht man auf 400 Meter Entfernung schlecht. Ja, check. Komisch. Hab nicht. Okay, na egal. Aber Doktor. Ja? Haben wir hier Munition fast? Gibt's hier sowas? Na, Munition haben wir nicht. Okay. Also ich habe nämlich deswegen gesagt, ich schieße wirklich nur, wenn die in effektiver Entfernung da sind. Aber du kannst ja zwei Streifen bei mir rausnehmen, Berserk. Ich habe nämlich 35. Berserk, bleib mal stehen, ich gebe dir gerade Blut.
Okay, ich bleib stehen. Hab ich überhaupt einen Rucksack? Nee, hab ich nicht. Ja, nimm doch mal die zwei Streifen mit für den Trupp. Hier vor meinen Füßen links. Okay, sehe. Das können Schmerzen müssen vergehen. Und Berserk, du kannst wieder los. Eingenommen, nimm du den anderen Bersi. Ja. Sehr schön. Und raus. Oh, ich finde es so nützlich. Hast du gut gemacht. Leben beide noch. Ich bin verschlafen. Was denn? Ich zweifle jemand sehr an meinen Künsten. Welchen Künsten? Ich hab's ja erst gesagt. Du bist halt besser. Seh sein. Ach, da kommen jede Menge. Alles klar, ich bleib hier drin. Ich wollte gerade aufstehen. Da kommt gleich wieder jemand zurück. Ich bleib hier in meinem Bunker. Was ist da draußen los? Keine sagen. Feind wurde schon bereits zurückgedrängt, die sind wieder auf dem Bunker und schießen runter. Gut, könnt ihr die vom anderen Bunker auf Kimme nehmen oder geht da gar nichts? Ach, so weit weg, kannst vergessen. Ich will persönlich wieder auf meinen Bunker hoch. Ja. Ja, wie es aussieht, haben wir bis jetzt zwei Angriffsfelden abgewehrt. Sehr gute Arbeit, zu viel wird nicht mehr kommen. Dann auf Auto und zurück zum... Nochmal kann ich euch zwar nicht aber runterrufen, aber ey. Stimmt. Rippen ist schuld, der sagte ich soll. Er ist die wahre OPL hier. Wupp, 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 wupp. Pissst du gerade in die Ecke oder was? Was soll denn sonst denn pissen? Hier ist ein Baum, der wird sich drüber freuen. Oh fuck. Ja, aber das mag sicher der Feind nicht, wenn es da nach Pisse riecht. Vielleicht kommen die da nicht erst rein. Dann. Die mögen es sicher, wenn es in der Kirche nach Pisse riecht. Das Logik. Das ist orthodoxe Kirche. Kommen Sie mal mit. Soweit. Sie, Essay schreiben. Warte mal, warum läuft dein eigener? Ja, hat wo? Guck mal in die Ecke, alles gut. Ich dachte, er wird zu uns. Hey, Wolfskind! Hey! Ich halte es für möglich, wenn die da oben den Bunker schon genommen, dass die wahrscheinlich irgendwann im Süden runterkommen. Ja, positiv. Die sind schon runtergelaufen. Das war ja das, was ich eben auch schon gemeldet habe. Aber die waren bisher gebunden an den Bäumen. Ja, nee, nicht darunter, sondern hier hinten. Wahrscheinlich den Bunker umlaufen. Ja, richtig. Die haben den Bunker wieder verlassen. Werden wahrscheinlich von irgendwo da hinten kommen. Ja, der andere Bunker ist jetzt wieder besetzt. Die sollten das dann sehen. Hoffen wir's. Dann bewegen wir uns mal da hinten hin, Ribben. Ribben. Riboron. Ribben. Robin. Tatsächlich auch, gibt es denn für die MP-Schützen irgendwo irgendwelche Munition? Mir ist oder nichts bekannt mehr von Munition. Sorry. Dann werden wir uns bald Feindwaffen erbeuten müssen. Ja, kein Ding. Machen Sie das. Gehen Sie dabei nicht drauf. Wir geben uns Mühe. Kamerad, irgendwas. So, okay. Wir schnappen uns jetzt Bad und Mounty und positionieren die um. Oh. Was machst du gerne? Ich laufe hier mit. Du bist Medic, das ist dein Job, du musst mitlaufen. Keine Beschwerde.
Ha, Sicherung war schon wieder draußen, Junge. Ist das jetzt so viel wie bei Fuß, oder was? Ja? Ein bisschen. Oh, guck mal, da kommt das Umschlag Varedu schon wieder. So. Ja. Main Helen. Da der Bunker da oben wieder besetzt ist und der andere gefallen ist, werde ich euch beide jetzt mal für ein paar Minuten umpositionieren, und zwar ganz in den südlichen Compound der Stadt rein. Wir gehen da jetzt mal gemeinsam hin, weil ich die Lage auch ansehen möchte. Kommen Sie mit, kommen Sie näher. Es gibt tolle Sachen zu verkaufen. Ich folge dir beim FÜHRIA. Es hört sich an, als würde schon wieder aus dem Bunker rauskommen. So, mal hinter mir aufstellen. Was gibt's jetzt zu machen? Dead Mounty, springen Sie die Straßenleiter runter in das Tor rein. Noch kommt kein MG-Feuer. Was? Wenn du jetzt mitrennen willst, ich kann hier decken. Du kommst einfach mal direkt mit. Will ich sehen, was du mit einer Mosin deckst. Flächendeckend. Ratatatata, pum. Was haben wir denn hier für Gebäude? Oh, das ist doch wunderbar. Also wenn die nicht von hier unten kommen, wenn die den Bunker da oben genommen haben, dann wären sie doof. Guck mal, so scheiße hier. Schon wieder das Drecksgebäude. Ja, nur diesmal geht's richtig rum. Nein, eigentlich auch nicht, weil vom Bunker ist hier Einsicht auf euch. Ach, das ist gut. Ja, das ist ein gutes Fenster. Ja, ich lasse euch beide mal hier, ja? Ja. Ich bin der starken Befürchtung, dass sie hier aus der Ecke wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen werden. Ja. Entschuldigung. Falsch. So. Gesundheit. Wieder höflich. Wir gehen wieder. Läufer. Eigener. Du hast jetzt sicher? Ja, genau. Sicher. Oh, der ist wahrscheinlich am Feindwaffen einsammeln, ne? Sein. Stimmt. Sieht aus, als hätte er einen Penis in der Hand. Wahrscheinlich nur eine Flair. Hintere Richtung, okay. Oh Gott, das ist ein Scheißfenster, da kommt der. Betonung auf wahrscheinlich. Tiere. Oh, da liegen tatsächlich ein paar Tote, Junge. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ich hab die gerade nicht gesehen, dass der Deutsche rumliegt. So. Schwarze Uniform also. Sehr gut. Ich hab das eigentlich vorher schon gemerkt haben, als sie da oben am Bunker waren. Ich habe doch die Silhouette nicht erkennen können, was für eine Farbe das ist. War nur dunkel. Okay, mehr habe ich auch nicht erkannt. Daraus habe ich auf schwarz geschlossen. Ja, schlalalap. Schlalalapat. Labalaba. Okay, naja. Back to Kirche, würde ich mal sagen. Back to Kirche. Back to Orthodox Roots. Kein Turm. Turm bauen. Da ist unser heiliger Bunker. Heiliger Bunker. Du heiliger Bunker. Wow. Können langsam aufgeben, die Deutschen, die haben keine Chance. Ich würde mir jetzt am liebsten einen Snack rauskramen. Einen Snack rauskramen? Einen Snack rausgraben.
aus der Snackbar. Hallo? Ja. Nicht den gebauten Snack, oder? Nein, den meine ich nicht. Es brennt mir halt echt in den Füßen, irgendwo zu einem Bunker hinzulaufen und ein bisschen auf fies zu sein, aber da muss man halt auf dieses dumme Funkgerät aufpassen. Man selbst keine Funke und muss auf eine aufpassen. Irgendwie ironisch, wa? Mhm. Man ist an den Funk gebunden. Ich muss sagen, ich finde es sehr angenehm, Ole. Ja, das auf jeden Fall. Ist mal ganz unter sich. Sollte Akremer kommen, wird man grundsätzlich weniger Funk auf dem Ohr haben. Fern, warum? Weil ich mir wahrscheinlich vorstellen könnte, dass man mit Akre eventuell darüber nachdenkt, den einfachen Soldaten keine Funke mehr zu geben. Ich hoffe es zumindest, das wäre eine perfekte Möglichkeit. Disziplin einfach ein bisschen strikter ist, dass man sich halt auch nicht kurz hält so. Einfach ein Duplex reinhauen. Duplex-Sperre und geht. Wenn man nervt, verpasst man ihm die Buddy-Funktion. Auch nicht mehr aufhört zu regnen. Ich von Anfang an nicht erwartet. Ich hatte Hoffnung. Zeit ist auch nicht vorwärts gekommen. Ajo, ajo. Ejo. Ich bin hier in Technology. Ich habe keine Funke. Ich mag territoriale Siegeszonen ja mehr, wo man einfach nur mehr Soldaten in dem Raum drin haben muss. Dieses scheiß Funkgerät nervt mich gerade echt hart. Soll ich mich einfach vom Tisch nehmen? Das wäre so schön, wenn man das einfach auf den Rücken schnallen könnte und damit rumlaufen. Ich glaube, dann läuft so ein paar km/h langsam. Das ist mir egal. Aber wir könnten uns auf Bad Destinys alte Position stellen. Wäre um einiges nützlicher. Ich würde es nicht ausprobieren. Pussy!
Wahrscheinlich laufen hier immer noch zwei, drei so einzelne Deutsche rum, die sich eh nicht koordinieren können. Und die das alles in die Länge ziehen. Die Arschlöcher, ey. Typisch Deutsche. Man soll doch einfach mal aufgeben. Das würde ich sowieso feiern, wenn die einfach die Waffe niederlegen und dann einfach unbewaffnet runterkommen. Ganz langsam. Dabei also acht, na egal. Wenn sie dann in der Gruppe stehen, einfach nur mal Alu Akbar schreien. Genau. Schön nackt ausziehen. Kannst du nicht mal ein Funkgerät und einen Radiosender einstellen? Gar nichts. Und uns zur Musik stellen? Wir laufen wahrscheinlich hin und bereuen es instant wieder. Ich habe jetzt gerade wirklich Angst, dass sich einer durchsneakt und die Scheiße hier wegholt. Brauche ich nicht. Das wird passieren. Standen sie 2 Stunden im Regen. Oder saßen. Das ist ein bisschen sinnlos. Dass du dich mal implizierst, wenn du sagst, wir sind sinnlos. Ja, für mich ist es sonst immer Gott gegeben. Das brauche ich nicht dazu sagen. Okay. Almighty. Oh, Almighty. Tactical. Handzipfel noch, oder? Das obere. Bitte, was? Komm mal kurz zu mir. Jawohl. Oben gucken ja die Tannen hinter den, hinter der Kuppe rüber. Ja. Ganz rechts neben dem letzten Zipfel. Ist das auch ein Tanne? Zipfel. Okay. Noch mehr Zipfel. So aus wie irgendwie zwei Typen. Ich forste die ganze Wüste. Man kann der Rest nicht einfach sterben. Enttäuscht von dir. Der ist nicht enttäuscht von mir. Ist enttäuscht von dir? Nein, ist er nicht. Lesen kann es klar ein Vorteil.
Zumindest meistens. Bei einem Analphabeten treffen bist du definitiv die Nummer 1. Okay, fühle mich geehrt. Achso, das Lesen nicht immer ein Vorteil. Es war schwach, dass ich das jetzt erst bemerke, aber du hast einen Einteiler an. Du auch? Ach was. Ja, gut, dass du es jetzt erwähnst. Ja, die coolste Sache, ne? Ultimative Einteiler. Wenn man hier Karten auspacken könnte oder sonst was. Ja, warte, das geht doch sogar. Nicht die Landkarte. Wir sprechen nicht von der Landkarte. Ich meinte eher Spielkarten. So. Ei, ei, schon wieder die falschen Karten, da regt man echt die verfickte Logistik. Oh wow. Also wir sind hier. Ja, genau. Und Haros ist hier. Ja, Pyrrhus. Auch nicht so viel, ne? Ja. Kannst du wieder haben. Wollen wir nochmal zu Bett laufen und die hier im Bunker abstellen? Ich für gar nicht so eine schlechte Idee. Könnte man mal ein bisschen rumlaufen. Wir sind hier postiert und wir können so lange. Ja, lass mal machen. Hier schon wieder ein Flugzeug. Schütze, dann kann man auch was tun. Okay, das hey! Okay. Hey, die probieren es wirklich, guck mal. Das dürften die letzten drei sein oder so. Drei. Ja. Schönes Gefühl sein, wenn man dann so einen von allen Seiten voll geschossen wird. Die trifft man halt nicht, aber wir gehen mal zu Elena vor, die kommt da vorne runter. Außer da ist noch irgendwo ein Fallschirm, der uns noch sneakt. Kein, frag doch mal einen Kind nach. Steigen die gleich in das Auto da oben ein. Dann hier. Ich höre die Mucke bis hier. Ja. Es gibt nichts Nervtötenderes. Es geht eigentlich. Ich find's ganz witzig. Aber nicht, wenn man dauernd drin steht. Stell dir vor, du musst den ganzen Abend in der Scheiße stehen. Deswegen bin ich Feldarzt. Ich dachte, du bist Feldarzt, weil ich dich da reingedrängt habe. Jetzt habe ich mir das auf einmal ausgesucht. Gut, gut. Hast du gehört? Nein, was? Ich glaube, der sagt, war das gerade. Er meinte, wenn man abspringt, sollte man nicht immer abspringen. Hat er da gesagt. Ach, das waren wahrscheinlich die letzten drei, die sich gedacht haben, scheiß drauf. Also alle Polen ist nur einmal im Jahr. Boah, was ist nur einmal im Jahr? Ja, in dem Fall halt Kreta. Nee, Teneriffa. Gerade Bewegung im Wald. Was, wo? Da oben ist gerade in den Wald reingelaufen, Richtung rechts. Richtung Bunkeranlage, oder wie? Ja. Nice. Dann mache ich mich mal bereit, auf die Bunkeranlage zu schießen, wa? Hier auflegen? Natürlich nicht. Ich
Ganz ehrlich, kann es nicht sein, dass eventuell drei ausgeschaltet, oder die ersten Männer für drei ausgeschaltet worden sind? Die anderen schon irgendwo gesammelt. Ich glaube ja fast, dass die letzten drei sind, die gesagt haben, scheiß drauf, wir springen mitten über der Stadt ab. Das war aber nicht mitten über der Stadt. Das sah für mich so aus. Den Mumm, Alter, und wollten sich halt die Fluchtmöglichkeit offen lassen, falls wir doch schießen. Unerwarteterweise. Ich glaube, mir ist mein Feldlast davon gelaufen. Nee, doch nicht. Ich hab übrigens vom Feind. Doch, sicher da jemand im Süden? Ja. Unseren Musitionstyp gesichert. Okay. Bad und Mounty sind ganz Süden. Aber brauchen wir da nicht hingucken, okay. Klar. Oh ja, Bunker wieder. Da liegt links neben dem Busch einer. Am linken Bunker. Ich sehe ihn nicht mehr. Entweder bekämpft oder ist weggerollt. Eben ist er weggelaufen. Also okay. Ich sehe, ob er es geschafft hat. Jo, lass Plan mal umsetzen und gegen den Süden laufen. Jo. Ich hab Angst, dass die hinter uns, also Richtung. Warte, laufen gerade Richtung Süden? Ja. Sprich Richtung Westen, dass die da irgendwie hier eben wieder ein paar Ablenkungen zum Bunker gelaufen sind und im Westen runterkommen. Aber im Westen wählt noch der eine Bunker. Der müsste zumindest Feuer öffnen. Also jetzt zu dritt will ich nicht mehr auf die harte Tür machen, sondern irgendwie sneaky. Nein, scheiße. Hier aber noch Kontakte. Oh, Auto. Ah, die haben die Flare gesehen. Jetzt. Ah, fuck. Das war jemand anderes, Flair. Das war jemand anderes, Flair. Ja? Ich kann auf der Karte gucken. Moment. Ich gucke. Hier waren die neuen Fallschirme abgeschnitten. Ja, genau. Eine haben sich hier getroffen und haben sich jetzt entschieden, hier in einem großen Mangel hinzulaufen, in großen Mengen. Ist die Frage, ob ich mit meinem Team mit dem Fahrzeug einmal hier hinfahren soll und dann versuchen, dem Rücken zu fallen. Das könntet ihr alles sehen aus dem Bunker, oder wie? Ja. Ja. Nice. Da haben sie gewartet, die sind zusammengelaufen und dann jetzt eben hier am Zementbunker, der jetzt marschiert. Du hast jetzt links hier nichts mehr gesehen, ja? Eben. Gut, weil wir werden uns jetzt Richtung Süden bewegen. Bait und Mounty sind nämlich hier unten. Ja, mach doch. Ganz ehrlich. Dann werden wir mal mit dem Fahrzeug irgendwo hinfahren und dann jedenfalls der Vulkanlager 3 vorbeigucken, Fliegeralarm auslösen, ich weiß nicht. Gebt mir nicht drauf dabei, aber macht. Check. Ja. Bisschen Abstand, ich hab Angst, dass ich umfahre. Ja, wir gehen Richtung Süden weiter.
orientierungslos auf Kreta. Passiert mir selten. Ja, ich bin auch selten auf Kreta. Was? Ich sehe da gar nichts. Bad, nochmal, was? 8 Infanteristen, die zu Tatjana rennen. Tatjana? Ziemlich geskylined. Ah, du meinst zum Bunker. Du meinst zum Bunker, ja? Ja, das hat dasselbe hat mir Speck gerade auch berichtet. Warte mal, ich komm mal kurz runter. Und Mount dir am besten auch. Was, wir auch? Nee. Einfach mal kurz runterkommen. Och ne, hier stehe ich falsch. Und hier, Mandy, wo zum Fick ist die jetzt hin? Ich glaube, ich habe meine Karte weggepackt. Da ist sie. Ja. Hier vor meinen Füßen, ihr könnt noch drauf gucken. Ja, pass auf, wir sind aber hier voll im Einblick. Ja. Ne? Einfach mal ganz kurz. Verfickte Scheiße, jetzt kriege ich selber nicht mehr. Ah, wir stehen ja richtig scheiße, Jungs, ne? Moment. Ja. Wenn ich doch jetzt mal look hier. At map. Ja, look at map, genau. Ist keine da, oder wie? Oh Gott, habe ich doch, das nicht gemacht. Look at map, ich konnte machen. Ich sehe meine eigene Map jetzt nicht mehr. Nevermind. Also auf jeden Fall sind die gerade alle im Osten. Okay. Ja, und laut Spec, also laut der blauen Mannschaft im Westen, sind die jetzt alle im Osten und werden Richtung Süden vormarschieren. Elena deckt immer noch auf der Position Richtung Osten raus. Spec umfährt die jetzt gerade vom Norden. Also blau ist gerade frei und wir bleiben jetzt hier einfach im Süden. Okay, also ich habe gerade 6-8 Mann gerade dort Skylining gesehen. Ja, und aktuell laut Truppenbewegungen sieht es so aus, als würden sie Richtung Süden laufen und da runter rauskommen. Okay. Ich geh nach oben und guck dann durch die Fenster. Letzten Raum. Ach, das mal. Wollt ihr eins der Gewehre an? Nö, wenn die oben dann ist, okay. Es gab schon die Maschinenbohle im BTR gesehen. Bitte versucht, Glück. Ey, da vorne rechts am Bunker ist so eine Drecksau. Großer Bunker rechts davon. Ja. Ich jetzt nicht gemacht, haben unsere Position verraten. Ach, so egal. Die müssen hier runterkommen. Wenn sie wissen, dass alles befestigt ist, dann laufen sie halt stundenlang im Kreis rum. Oder schon. Aber passt müsste noch im Muni auf, das ist eher mein Bedenken. Ich habe noch keinen einzigen, doch vorhin einen Schuss oder so abgegeben. Die werden, also die werden gerade das Gefühl bekommen, als wäre die komplette Stadt besetzt. Ja. Wir haben die bis jetzt umgelegt, noch von deswegen, oder? Von uns? Anscheinend nicht, nein. Und wenn Speck jetzt auch noch aus dem Norden kommt mit seiner kompletten Truppe und den gepanzerten Wagen. Ihr müsst euch mal sehen, ihr lacht wie die Kräuter hätten. Hören oder hören? Ja, tatsächlich gruselig. Respekt. Das tat auch gruselig weh. Das hat sich gerade gruselig befreiend angehört. Gehört? Hä? War dieser Regen, ey. Was denn? Ich hab einfach so einen Balken aus der Wand schaut, ey. Ich dachte am Anfang, der wäre zum Hochkriechen, der war anscheinend auch nicht. Werden, aber das könnte funktionieren. Tu dir nicht weh. Ja. Der läuft ja da oben immer noch im Kreis rum, der. Ja, der triggert uns. Zum Ablenkungsmanöver. Der triggert mich hart. Ablenkungsmanöver, die laufen ausgerichtet.
unbedingt mal hier rechts runter gucken? Was? Wo? Du willst raus da von mir aus? Mir ist das mittlerweile alles egal. Das ist eine saudumme Idee. Mega dämliche Idee. Zweck. Ha? Ah, es lohnt nicht, hier umdrehen. Warum ist er näher aus, als er ist? Mitten am Weg umgedreht. Ist zu weit. Oh, das ging knapp vorbei. Ehrlich? Oh ja. Friendly, friendly. Gehabt. Don't shoot our fucking asses. Ist ja auch die Frage stellen können, ne? Anyone friendly in Cerno? Die Stimme ist einmalig, so hört sich kein Deutscher an. Ist das jetzt ein Lob oder eine Beleidigung? Lieber bevor du die Antwort hörst. Okay, wir können die also hier unten zumindest schon mal nicht abziehen. Schade. Und hier bleiben wir auch nicht, also geht's zurück. Naja. Ich bin im Bunker. In den Strafbunker. Warst du gerade bei den bei Bett? Geht's ja. Gut? Ja. Dann Feind. Nein, ich glaube, ihr habt auf uns geschossen. Süden, drei Mann. Zwei Mann. Zwei Mann. Aber wir sind gerade wieder. Mann dort drüben. Ja, wir sind... haben die Jungs auf jeden Fall gemeldet. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall gerade auf die von Süden auf die Basis zugelaufen, weil wir ein bisschen weiter draußen waren. Ich frag nochmal nach. Ja. Auf Posten. Ich hab's mir fast gedacht. Passiert mir nicht das erste Mal. Das ist ein warmes Bett und ein kalter Wodka. Ich hätte ganz gerne einen Kakao. Give me heiße Schokolade. Wir hätten uns mal wenigstens hier irgendwie so eine Herdplatte hinstellen können. Ja. Welchem Strom? Ey, wir hätten mit Speck mitfahren sollen. Ja. Dampf nochmal. Lass mal zu Elena laufen. Sollte Wolfskin vielleicht auch noch sagen, dass Speck da unten rumgammelt. Wolf! Oh, die kommen gut rein. Oh ja. Hoppa. Wolf, einmal auf die Karte. 6 Sekunden. Direkt unter dir. Die funktioniert bei mir immer noch nicht, das ist wunderbar. So eine Scheiße. Klappt gerade. Zum ersten Mal. Okay, egal. Dann sag ich's dir so. Speck ist jetzt gerade auf dem Weg, die Jungs, die da hinten sind, vom Norden anzugreifen. Die sind mit dem Fahrzeug Richtung Norden hochgefahren und werden sich jetzt auf der Landzunge da im Westen von Norden auf die zubewegen. Oh, so bestätige. Ja, das sollten laut Specks letzten Angaben sollten das bis zu 8 Leute sein, die jetzt bei der Bunkerstation sind. Und die werden sich dann wahrscheinlich langsam Richtung Süden bewegen und jetzt von uns aus Norden in die Zange genommen. Alles klar. Wunderbar. Das gebe ich dann die Jungs weiter, dass sie Bescheid wissen. Dumme, nutzlose Karte. Beschuss.
Oh ja, tatsächlich. Schuss. Jetzt aber. Geht es auf unsere Jungs wahrscheinlich, ne? Dann haben die da eine Sicherung. Ja, oder die schießen halt. Oder die schießen, ja. Ich geh mal ganz kurz. Ja, bleibt ihr mal auf Position hier, wir gehen dann mal kurz runter. Ja. Dann lauf ich den ganzen zum Haus. Oh, die schießen aber auch noch auf den Bunker hoch. Oh Gott, wir sehen. Na, da hat sich auf jeden Fall jemand in einem Sandsack eingenistet da oben. Ich bin viel. Schick mal Trupp hoch, die sollen das klären. Da wird er ungeduldig daher. Wie sich da oben verschanzen, die Lappen. Mal kurz so aus der Außenzündung gestorben wärst. Hättest du gerne. Ich mal unbedingt. Sagen, der Almighty Death ist kein schöner Death. Ich hab den Jungen zumindest erschreckt. Er liegt. Ich sehe den nicht mal, um ehrlich zu sein. Bunker, rechter Bunker. Rechter Bunker und dann ungefähr einen Meter links neben der Flak. Oh, warte, jetzt sicher ein rechts vom Bunker. Ja, das sind sie ja. Oh, das sind 3-4 Leute. Kannst du mich mal einweisen? Ganz rechts, außen am Bunker, sind gerade irgendwie 3-4 Leute. Ich mach meine Schüsse gut. Na, negativ. Kannst du knicken. Ich weiß noch nicht, welche Einschüsse da oben von dir sind, welche nicht. Wir haben ja keine Tracer. Wie viele Meter sind das circa? 300 ungefähr. 300? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ich verschätze. Wie die da oben echt die Bunkeranlage halten, die Spackos. Hey, da ist gerade einer umgefallen. Ja, das war ich wahrscheinlich. Geil! Also so schnell, wie ich sie hingelegt habe, dürfte der gerade erwischt haben. Ganz rechts außen einer, genau. Loading. Bewegen sie sich wie die Busen da oben her. Ist, glaube ich, auch weg. Oh, sie rauchen ja, sich ein. Perfekt. Hotbox, Hotbox. Damit haben sie nicht gerechnet, dass wir von hier unten bekämpfen können. Schreit die da so rum da unten. Rauch sieht so aus, als wenn der Bunker gerade eingefallen wäre. Ja, wir nutzen die Chance mit dem Rauch. Ziehen jetzt einmal ganz kurz den Bunker zurück, ob da alles in Ordnung ist und gehen dann Richtung Süden. Wie viel Magazin hast denn du noch? Das ist eine gute Frage. Drei mit okay. Dem, was ich gerade drin habe. Alles safe hier? Okay. Das sollte 14 Schuss sein. Munition mehr habt, dann bin ich wirklich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Ja, dasselbe bei mir. Ich habe nur noch 2 Magazine. Oh, da wuseln sie schon wieder hinterm Bunker rum. Ich glaube, das sind sogar unsere Jungs. Ja, also so wie die rumschleichen schon. Achso, ja, das könnte Speck sein, oder? Geil! Oh, und, oh fuck. Kannst du schnell zu, Ja, ich würde schon. Bad Mounty, das da oben sind jetzt unsere Jungs, links am Bunker. Ja, gut, okay. Gerade überlegt, die rennen eigenartig rum, die Russen. Das sind unsere. Das waren gerade 2 im Süden, ne? Hatten aber im Süden schon Kontakt gemacht bei der Rauchgranate. Perfekt. Wir haben die da unten, da oben richtig gut unterdrückt. Aber ich glaube, Elena hat gerade wieder Friendly Fire begangen, ich weiß es nicht.
Okay, ihr beide wisst Bescheid. Ich denke, die restlichen Deutschen haben sich jetzt nochmal weiter Richtung Süden zurückgezogen. Ich bin wieder weg. Ja. Wieder, wenn ich mehr weiß. Ich bin da jetzt wieder. Ja. Was kann ich denn da? What up? So, alle Feuer erstmal einstellen. Erstmal noch gegen Schuss gehen. Möglicherweise haben wir gerade auf die eigenen Jungs geschossen da oben im Bunker. Ich kann versuchen, auf den Ferngas irgendwie abzufliegen. Naja, das ist halt blöd, wenn man kein Funkgerät hat und sich so abstellen kann, ne? Ja, das Problem ist, guck mal, wir haben da eingelegt. Dann kommt Smoke und die wuseln da rum. Ja. Dann denke ich, okay, die wollen den da irgendwie rausholen. Weißt du, und da habe ich erst recht reingeschossen. Weil wenn unsere Jungs angreifen, dann smoken die da vorher nicht alles zu. Das ist mein Gedanke gewesen. Eben. Also ich bin auch darauf geschworen, dass die da einnebeln, damit die ihre Verletzten werden können. Fernglas hilft. Das war ein Gedanke. Gandalf, wo bist du? Danke, danke. Die schießen schon wieder im Süden. Mein Gott, das ist hin und her gelaufen. Ich hoffe, die haben das Back nicht allzu sehr erwischt. Ja, das war auch ganz schön scheiße. Hast du mich jetzt angestupst, Katze? Was? Wie du da von der Katze? Hallos. Absolute Hallos. Ja, Jungs, ihr habt Rauch im Süden. Ja, pass auf, da sind welche. Wir haben auch Schritte in der Nähe. Oh, fuck. Rippen hat's unten erwischt, Jungs. Unterste Etage. Ich glaube, wir haben im Westen Kontakte hier. Wolfskind, Wolfskind! Dein Trupp muss jetzt brillieren! Im Süden Feinde im Compound! Bad und Mounty sind noch am Leben, Ribbon hat's unten erwischt. Berserk, du holst deinen Buddy. Ja. Und dann nach Süden. Deutsche dort unten im Compound drin, achtet drauf, Friendly ist noch im Compound. Puh! Beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Sorry, Ribbon, ich kann dich da nicht rausholen. Tut mir leid. Unmöglich.
Bad! Mounty, seid ihr noch am Leben? Ich habe hier gerade zwei Jungs erschossen. Ich habe keine Ahnung, ob noch wer... Fuck! Was ist denn das für eine riesen Knifte, verdammt nochmal? Durchhalten. Die Russen klar gemacht. Hallo Glock, mein Freund. Na, Bruder? Geht bei dir. Wegwillen durchhalten, kann ich nur zumachen. Das war Schmittler. Dumme Sau. Oh, Glock, dich hat's böse erwischt. Oh, shit, Nigga. Ich habe mich den ganzen Abend lang genug versteckt, das war es auf jeden Fall wert. Ich fand's geil. Alter, was ist das für eine Knifte zum Teufel nochmal? Er nennt mich auch Mario fucking Königsklub. Ach, ich werde hier verbluten, Motherfucker. Oh shit, da kommen die Russen. Oh shit, oh schoss hier gerade auf mich. Da ist Elena. Und drei Mann, ich denke Feinde. Die Glock gefunden. Eröffnen. Irgendwo hantelt hier Schmittler noch rum. Lass mich doch einfach liegen, ey. Kämpfe.
Ich denke nicht, dass er tot ist. Ich glaube, der ist noch irgendwo. Ich habe keine Schüsse gehört, dass er weggelaufen ist. Wie die Böde? Dann zurückziehen, wir sagen über die Deckung. Kann er trotz Hilfe beim Verletzten? Oh, das ist. Ey, ist Beck wieder da? Ja. Gut, die beiden haben sich zusammengeschlossen. Sehr geil. Fuck! Ist der nie oder so? Stockwerk. Eigen im ersten Stockwerk. Ist der Medic, hier? Medic liegt irgendwo tot rum. Irgendeiner muss jetzt auf die Idee kommen, in die scheiß Bunker zu laufen. Und den zu sichern. Und zwar Oinix. Ich hab Schmerzen, aber soweit geht ich wieder, ja. Kann alles sein, ja. Nein, Mann, lass mich da einfach liegen. Auf zum Bunker. Ah. Oh Gott, wir haben jetzt einen Mann verletzt. Gucken, wir denken mal drei Schnappen, dann auch von Klopp hier und da stehen noch weiter am Boden herum. Da vorne sind glaube ich Soldaten. Wer ready? Manchmal immer. Ich bin ja froh, dass ich zwei von den Hanseln mitnehmen konnte. Das war schon geil. Hören, hier liegt noch einer, Vorsicht! Die Deutschen sind noch hier! Ja, hier liegt noch ein Deutscher in der Ecke. Bett, direkt hier geradeaus durch das Fenster, pass auf. Okay. Also hier in dem Nebenraum, hier, wo ich jetzt hinzeige. Die hier drinnen? Ja. So, okay, warte, komm mit. In der Ecke liegt einer. Da in der Ecke. Ich brauche keine Munition mehr. Im Compound? Oder um ja. Die Ecke? Zuletzt direkt hier hinter. Hi. Ist noch da, wenn. Er ist bestimmt noch hier. Klar. Kann nicht weggelaufen sein. Der lebt auch noch. Egal. Halten, Jungs. Nein. Ja,
am Feind im Nahkontakt. Lass den liegen. Du kennst den Feind im Nahbereich. So. Ist noch aufwacht. Ich blute nicht mehr, das ist schon mal ein Fortschritt. Ribbon, wie geht's denn dir? Hat man dich gefunden oder bist du schon verstorben? Du kannst zur Not über das Mausrad das Inventar von ihm öffnen und ihn quasi entkleiden als Gefangenen. Oh, der ist wahrscheinlich gar nicht mehr da. Liegt hier irgendwo Spektrum? Ja, vor dir. Okay. Unser Medic ist da eben abgekratzt, würde ich meinen. Jemand das Ziel? Ich glaube niemand. Lass mal nochmal zu unseren Jungs zurück. Ja. Das ist grüne Tore, die hier liegen. Hier liegt der, hier liegt der. Ein paar von denen konnten wir auf jeden Fall jetzt legen. Okay, ja. Aber lass mal einmal gucken, ob ich will noch einmal ganz kurz in der Ecke nach da hoch gucken, wo ich die. Ist der Medic hat zerlegt? Medic ist tot, ja. Gut, okay, komme ich eigentlich ans Morphin dran, oder? Medic hatte kein Morphin, nur Epoidin und Blut. Ernsthaft? Ja. Die Leute müssen die Zähne zusammenbeißen, wenn sie aufwachen wollen. Alter, diese Knifte. Also Taub, hoffe, was sollen wir noch machen? Hast du noch was? Ja. Jawohl, ist wieder da. Wow. Oh. Okay. Ist der Feind? Bekannt, irgendwo Heckenschützen nur noch. Scheiße. Wir hocken wahrscheinlich in irgendwelchen Büschen drin. Deswegen ja. Geh lieber weg vom Fenster. Ja, wir haben das soweit alles jetzt. Ich hab mich nicht hochbekommen. Gut. Deck, du lebst ja wieder, gut. Ja. Er ist drin, ist ja, gefallen. Ja, ich bin hinter der Mauer und hab da mal in die Bäume reingehalten. Mich noch hoch. Nicht. Ich möchte halt nicht stören. Ich würde sagen, einmal Flätze zum Naturort transportieren. Ja, das war gerade auf mich. Meine zu. Ja, da kommt ihr irgendeinen Busch drin. Ja, es wurde gerade auf mich geschossen. Schnappt ihr euch drin, ich hab mir Stock. Und dann gehen wir ja mal weg. Nimmst du ihn auf? Hat auch für. Feuer von hinten. Ja, einfach mal den Baum gehalten. Auf links. Lauf doch nicht da, was beifällt. Oh, wo ist ein guter Ausgang? Wir haben sie zurück. Haha, Prince ist auch down. Warte, zurück. Mann, die Pump. Wohin? Runter. Stopp, komm die Treppe runter. Ach, auf mich werden die es nicht angeschossen beim Rumtragen von uns, ey. Das wäre so schade. Noch irgendwo Munition oder sowas? Da geht's schon los. Ich freue mich aber, dass noch so viele ab sind für uns. Sehr geil.
Noch 8 Leute ungefähr hier. Ah. Relevant. Ich lebe noch, wenn wir mal ehrlich sind. Und das Funkgerät wurde noch nicht zerstört. Sieht echt gut aus eigentlich. Und ich hatte meine Action. Ich meine, was erwartet man, wenn man mich als OPL setzt? Nichts anderes erwartet man, als dass ich ins Gras beiße. Kann ich einer von uns? Aber wenn sich sonst keiner meldet, muss ich ja wieder ran. Und dann auf meine Art und Weise. Alamo-Stellung, in die Alamo-Stellung. Was ist der Rest? So viel zum Ich überlebe noch. Haben wir einen Spectator? Geil. Ich hab noch ein Leben. Jetzt mit dem MG da reingelaufen, Alter. Ja, Speck macht gerade Ende, der ist gerade im Zeus. Wie viel leben denn noch? Endlich viel K, danke. Keiner mehr? Keine Deutschen mehr. Oh, also, krass. Keine Deutschen mehr. Alle aber gut. Gratulation, ihr habt mich noch mitgenommen. Schmittler, fick dich. Der hängt da in der Tanne, der Schmittler. Nee, der ist in der Tanne, der Lappen, Mann. Der Tannencamper, ey. Schon, aber es war witzig, Glock. Du bist hingerannt zu dem Haus, ja, da sind gerade die drei Deutschen in den anderen Ding gewesen. Du gerade aus dem Haus rausgerannt nach rechts. Ja. Ach, guck mal, was er geklaut hat, der Sack. Aber wie springe ich denn zu einem Spieler, Mann, ey? Links in der Liste drücken oder du drückst halt auf M die Karte und dann einfach linksklick irgendwo hin. Ach, das geht, macht mir mehr Sinn. Dann hast du auch gleich die freie Kamera, meine ich. Ich pack das gerade rum, ey. Hast du die noch zurück, Glock, hast du die noch zurückgeschickt zur Kirche, oder? Ja, die sind jetzt von selber drauf gekommen, dass sie zurückgekommen sind. Aber ich bin echt froh, dass ich Elena noch Bescheid gegeben habe, bevor ich dann reingelaufen bin. Ach, scheiße, ich hab rein. Aber hey! Ah, jawohl! Unnötig, dass ich gestorben bin, ey. Naja, war witzig. Du hast zumindest gezeigt, wo die Jungs waren. Super!